Nachdem ich hier auf dem Kanal Red Faction und Timesplitters 2 vorgestellt hatte, wird es heute Zeit, über Medal of Honor Frontline zu sprechen. Nicht nur feiert der Ego-Shooter sein 20-jähriges Bestehen, das Spiel wird bis heute als einer der besten Genrevertreter und von vielen als der beste Teil der Medal of Honor-Reihe angesehen. Aber ist das wirklich so? Kann man Frontline auch 20 Jahre später noch gut spielen oder tragen viele Fans eine zu dicke Nostalgiebrille auf der Nase? Ich habe das Spiel auf der Xbox Classic durchgespielt, nachdem ich es vor 20 Jahren bereits auf dem GameCube beendet hatte und gar nicht so gut fand wie viele andere. Also, habe ich mich damals geirrt und Frontline ist auch heute noch Gold wert, oder haben wir es hier mit einem Spiel zu tun, dessen Ruf besser ist als das Spiel selbst? Finden wir es raus. Viel Spaß! Zwanzig Jahre ist es nun her, dass Medal of Honor Frontline als dritter Teil der Reihe erschien und man erneut in die Haut von Leutnant James Patterson schlüpfte. Um den Release-Zeitraum herum habe ich es, wie gesagt, auf dem GameCube gespielt und ich erinnere mich noch ganz gut daran, was mir an dem Ego-Shooter nicht gefiel. So ist mir die kurze Spieldauer im Gedächtnis geblieben, genauso wie das seichte Gameplay und ein lahmes Ende, das ohne Höhepunkte daherkam. Darüber hinaus kann ich mich erinnern, dass ich auch das Gunplay nicht sonderlich gut fand. Was mich daran aber vor 20 Jahren störte, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf der anderen Seite sind mir einige Dinge positiv im Gedächtnis geblieben, wie etwa die erste Mission, wo man den D-Day nachspielte, oder der unglaubliche Soundtrack des Spiels von Michael Giacchino. Daher war ich sehr gespannt drauf, welchen Eindruck das Spiel auf mich im Jahr 2022 machen würde. In den vergangenen 20 Jahren habe ich unzählige Ego- und Weltkriegs-Shooter gespielt. Ich fragte mich daher, ob Frontline überhaupt noch den Bruchteil einer Chance haben würde, um mich zu begeistern. Das erste Anspielen, das ich übrigens auf meinem Zweitkanal Andi Zockt hochgeladen habe, war dann doch sehr positiv und das Spiel packte meine Neugier. Allein das erste Level ist so ikonisch, dass es auch 20 Jahre später zündet und bei mir vielleicht eine Art der Nostalgie auslöst, da ich es 2002 bereits gefeiert habe. Als Leutnant Patterson stürmt ihr zusammen mit zahlreichen Kameraden Omaha Beach in der Normandie, während deutsche Geschütze Hagelstürme voller Blei regnen lassen. Inspiriert von Spielbergs Der Soldat James Ryan startet Frontline stark und versetzt euch direkt ab der ersten Sekunde des Spiels in das Chaos des Zweiten Weltkriegs. Begleitet wird die Mission mit imposanten Soundeffekten wie Waffengeräuschen, Schmerzensschreien der Soldaten oder auch ohrenbetäubenden Lärm unzähliger Explosionen, die um euch herum den Strand treffen. Darüber hinaus bekommt man bereits hier einen Vorgeschmack auf die Musik von Michael Giacchino, der einen einzigartig filmreifen Soundtrack gezaubert hat. Meiner Meinung nach besitzt Frontline bis heute den besten Soundtrack aller Weltkriegs-Shooter und das soll schon was heißen. Giacchinos Musik könnte in der Qualität locker im Kino laufen und untermalt die beklemmende Atmosphäre von Medal of Honor Frontline bis zur letzten Minute, der knapp 5-6 Stunden langen Kampagne. Und ja, meine Erinnerung hatte mich nicht getrübt. Frontline ist wirklich sehr kurz. Ich war in knapp 5,5 Stunden durch und hatte die 19 Level hinter mich gelassen, die wiederum in 6 große Missionen unterteilt sind. Was ich damals als großen Negativpunkt abgestempelt hatte, konnte mich 20 Jahre später aber sehr begeistern. Der Grund war, dass ich die 5,5 Stunden sehr gut unterhalten wurde und in einer Zeit, in der neue Spiele oftmals künstlich gestreckt werden, bei Frontline nie Langeweile verspürt hatte. Die Kampagne war kurzweilig, das Pacing nahezu perfekt und die Missionsvielfalt angenehm abwechslungsreich. Der actionreiche Anfang mit dem Sichern des Strandes wird später durch zahlreiche Missionsziele ergänzt, die von der Vernichtung von Panzern über das verdeckte Vorgehen in einer kleinen Stealth-Mission bis hin zu hitzigen Gefechten auf einem fahrenden Zug alles abdecken, was ich von einem guten Ego-Shooter erwarte. Mal actionreich, mal ruhig, mal hitzig, mal verdeckt. Hier wird spielerische Abwechslung geboten. Und das damals von mir als zu seicht empfundene Gameplay war diesmal sogar eine Bereicherung. Während heutige Call of Duty Games, Medal of Honor gibt es ja leider nicht mehr, auf eine Bombast-Inszenierung setzen, in der die Missionen von vorne bis hinten durchgeskriptet sind und es nur so knallt, verfolgt Medal of Honor Frontline einen ganz anderen Ansatz. Ich musste überlegt vorgehen. Voranstürmen und alle Gegner in Rambo-Manier ausschalten ist hier nicht ratsam, da man schnell das Zeitliche segnet und mangels Checkpoints dann den gesamten Level neu spielen muss. Fast schon taktisch bewegt man sich in Frontline von Straße zu Straße, sichert die Umgebung und nimmt Gegner meist hinter Deckung in Visier.
Dabei kann man sich mit Druck auf den R-Trigger zur Seite lehnen, was dem überlegten und entschleunigten Gameplay sehr gut steht und nach einer kleinen Eingewöhnungszeit gut funktioniert. Über Kimme und Korn zielen und sich dabei bewegen ist in Frontline nicht möglich, was mich anfangs nervte, aber je weiter ich kam und je fordernder das Spiel wurde, umso mehr lernte ich das aus der Deckung neigen und schießen zu schätzen. Die 19 Level gestalten sich dabei sehr linear, laden aber auch zur Erkundung ein, da man innerhalb der Level zahlreiche Missionen erfüllen muss. So wollen Dokumente gefunden, Fahrzeuge sabotiert oder Gefangene befreit werden, wenn man nicht damit beschäftigt ist, Kameraden zu beschützen, die deutsche Panzer in die Luft jagen. Neben der spielerischen Abwechslung bieten die Missionen aber auch viel fürs Auge. Nach dem Strand ist man in kleinen Städtchen unterwegs, die hier und da von großer Zerstörung zeugen, schleicht in einem feindlichen U-Boot-Bunker herum, ist undercover in einem deutschen Anwesen unterwegs, sabotiert einen fahrenden Zug oder muss sich über eine Brücke kämpfen. Abwechslung wird wirklich groß geschrieben, auch bei den Waffen, von denen 18 Pistolen, Gewehre und Großkaliber wie Panzerschrecks den Weg ins Spiel gefunden haben, inklusive bombastischem Sound. Dank der spielerischen sowie optischen Abwechslung verflogen die angesprochenen 5,5 Stunden wie im Flug, auch wenn Medal of Honor Frontline auch Dinge aufweist, die meiner Meinung nach schlecht gealtert sind. Und dabei meine ich nicht einmal die Grafik. Ich meine, klar, das Spiel zieht gegenüber heutigen World War Shootern den kürzeren, aber für damalige Verhältnisse sieht das Spiel dennoch richtig schick aus, mit tollen Texturen, einer guten Weitsicht und viel optischer Abwechslung. Auch die Lichteffekte sind klasse gemacht, was natürlich sehr zur angesprochenen Atmosphäre beiträgt. Was ich meine, sind eher Dinge, die das Gunplay betreffen und hier und da doch den Spielspaß trüben können. So gibt es, wie vorhin kurz angemerkt, keine Checkpoints. Stirbt man, muss man den gesamten Level wiederholen, was müßig sein kann, da sich zum Beispiel Missionen auf bis zu 30 Minuten ausweiten. Wenn man dann kein Medipack findet und das Zeitliche segnet, ist Frust vorprogrammiert. Was mich aber am meisten genervt hat, war das fehlende Trefferfeedback. Und hier meine ich vor allem, dass mir ein akustisches Feedback gefehlt hat. Ja, die Gegner taumeln, fallen und halten sich Körperteile fest, wenn man sie beschießt. Was aber überhaupt nicht vorhanden ist, ist ein akustischer Hinweis darauf, dass man Feinde getroffen hat. Kein Einschlagsgeräusch, nichts. Und das kann bei hitzigen Gefechten gegen mehrere Feinde verwirrend sein, da man im ersten Moment keinen Hinweis bekommt, ob und wen man schon erwischt hat. Es kam öfters vor, dass ich dachte, ich hätte Gegner besiegt, um dann festzustellen, dass sie doch noch unter den Lebenden hausten und mich unter Beschuss nahmen. Das machte ein GoldenEye auf dem Nintendo 64 aus dem Jahr 1997 schon besser. Ansonsten habe ich aber nicht viel an Medal of Honor Frontline auszusetzen. Den integrierten Mehrspielermodus habe ich nicht testen können. Erinnere mich aber auch nicht daran, dass wir das Spiel damals auch nur ansatzweise so oft gespielt haben wie ein GoldenEye, Perfect Dark oder Turok. Dazu kann ich daher nichts sagen. Kann man Medal of Honor Frontline also heute noch gut spielen? Auf jeden Fall, auch wenn man spielerisch eventuell ein Auge zudrücken muss. Das angesprochene Trefferfeedback, die Medipacks und das nicht vorhandene Checkpoint-System sind Relikte aus einer vergangenen Zeit und können heute viele Genre-Fans nerven. Auch, dass man nicht genau zielen und sich gleichzeitig bewegen kann, wird nicht jedem gefallen. Aber wie gesagt, meiner Meinung nach passt das zum entschleunigten Gameplay, das auf mich einen verblüffend erfrischenden Eindruck gemacht hat nach all den brachial inszenierten Shootern der letzten Jahre und Monate. Und wer optisch noch ein wenig mehr rausholen möchte, kann sich das Remaster anschauen, das 2010 auf der PlayStation 3 erschien, jedoch bis heute von einigen unschönen Bugs geplagt wird. Ich als leidenschaftlicher Retro-Gamer finde aber, dass Frontline auch heute noch sehr gut aussieht und durch die Lichtstimmung eine dichte Atmosphäre erzeugt, die in Verbindung mit dem sensationellen Soundtrack bis heute ungeschlagen ist im Genre der Weltkriegsshooter. Von mir gibt es also eine glasklare Empfehlung. Jeder, der Medal of Honor Frontline noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall nachholen. Und alle, die sagen, dass es zu den besten Spielen der Reihe gehört, haben nicht Unrecht. Schade, dass es die Medal of Honor Reihe heute nicht mehr gibt und EA scheinbar auch keinerlei Lust drauf hat, die Spiele wieder aufleben zu lassen. Aber wie seht ihr das? Vermisst ihr die Medal of Honor Spiele? Habt ihr Frontline damals gespielt und auch so gefeiert? Oder gibt es eurer Meinung nach einen Ableger, der sogar besser ist? Schreibt mir eure Kommentare unter das Video und wir quatschen da ein wenig drüber. Ich hoffe, euch hat mein Ausflug in die frühen 2000er Jahre mit Medal of Honor Frontline gefallen. Danke fürs Einschalten und Zuschauen. Mein Dank geht auch raus an meine Patrons und Kanalmitglieder, die meine Arbeit tatkräftig unterstützen. Ich freue mich jetzt auf eure Erlebnisse und Erfahrungen mit Medal of Honor Frontline. Bis zum nächsten Mal hier auf Spielewelten. Adios!
Euer Andi.